und sind gespannt auf seine Ausführungen und begrüßen nicht nur die Leute, die hier in Frankfurt vor Ort sind, sondern natürlich auch diejenigen, die dann im Stream dabei sind. Und ich übergebe das Wort. Herzlichen Dank. Ja. Danke. Dankeschön. Guido, kannst du noch diese Oberfläche wegmachen, dass wir auf dem Video sind? Das ist jetzt die Position. Oder ich gehe schnell an den Monitor und mach's weg. Ist der Touch? Dann sehen wir den Chat. Also du hast ja hier die Maus? Ja, ja, genau. But our weil hier Video haben wir natürlich ja. Einstellungsoberfläche. And our voice. Ja. Mhm. Maus erscheint. Ja. Weil ich kenne mich mit dem Zoom gar nicht aus. Das ist das erste Mal, wo ich überhaupt Zoom in der... Also das ist nur rein, raus, ja. Da habe ich noch was dazu. Ja, aber das hätten wir heute Morgen machen können. Also ja, passt alles. Ach so. Okay. Ich stehe auf, weil Pferd kann man nicht sehen. Am besten ich stehe auf, weil man kann mich ansonsten nicht sehen. Eine besser Verständnis. Ja, damit man mich besser versteht. Ich spreche Englisch. Spreche ich Englisch? Und der Herr. Und der Herr hier? Spricht Deutsch. Übersetzt auf Deutsch. Normal Quatscherei geht, aber... Also normale Gespräche kann ich führen, natürlich. Aber richtig Ausdruck. Aber der akkurate Ausdruck... In Englisch. Ist besser auf Englisch. Okay. Ja? So, my first question is... Meine erste Frage ist... Did somebody who read my book... Hat jemand von euch mein Buch schon gelesen? Angefangen. Only little. Ja, okay, nur ein bisschen. Ach ja. Aber ich doch gehört von mir. Okay. So, they have no idea. Also wisst ihr nicht, worum es geht? Ja. Ein bisschen vielleicht. I write many books. Ich habe viele Bücher geschrieben. How mankind have their direct relationship. In denen es darum geht, wie die Menschheit ihre direkte Beziehung without religion mit Gott haben kann, aber ohne Religion. Because everybody of you denn jeder von euch have a key. Hat diesen Schlüssel oder hat einen Schlüssel, where you can reach spiritual life. Mit denen man das geistige Leben erreichen kann. So what God has, was, he given to you. Was also Gott selber hat, das hat er auch euch gegeben. So all the key God gave to you. Das heißt, all diese Schlüssel, die Gott hat, hat er auch euch gegeben. Science will teach us how God created this universe. Die Wissenschaft wird uns erklären oder erklärt uns, wie das Universum erschaffen wurde. This is a belong to mind. Und diese Frage gehört zum Verstand. But if you want to ask why God created this world. Aber wenn wir fragen, warum hat Gott diese Welt erschaffen? Science is handicapped. Dann ist die Wissenschaft in dieser Hinsicht behindert. I give you one example. Ich gebe euch ein Beispiel. You have one child, you love this child. Zum Beispiel, ihr habt ein Kind und ihr liebt dieses Kind. You buy some gift. Und ihr kauft für das Kind ein Geschenk. But let's say this is a little bit complicated, this gift. Aber angenommen, dieses Geschenk ist etwas Kompliziertes. He asks you how this functions. Dann fragt euch euer Kind, wie funktioniert dieses Geschenk. Okay. You tell. Ja, und ihr erklärt die Funktionsweise davon. But when this child asks why you buy this gift. Aber wenn dieses Kind fragt, warum hast du dieses Geschenk für mich gekauft? Then answer it, I love you. Dann ist die Antwort von euch, weil ich dich liebe. You got it? Versteht ihr das? Science is here. Die Wissenschaft ist hier. You want to know spiritual life? Aber wenn ihr das geistige Leben kennenlernen wollt, this is here. Dann braucht ihr das hier. Heart. Das Herz. So far is clear. Soweit ist das klar.
three questions. If you come to know with your own observation. Es gibt drei Fragen, wenn ihr eure eigenen Beobachtungen macht. Then we are citizens of eternal life. Dann sind wir Bürger des ewigen Lebens, Einwohner. Because God says, weil Gott hat gesagt, you have a one key inside, du hast einen Schlüssel in dir, that you can be any place in physical and internal universe. Der es dir ermöglicht, überall im ewigen, aber auch in unserem physischen Universum zu sein. What kind of key is this? Aber was für ein Schlüssel ist das? When I met God, als ich Gott getroffen habe, God says, sagte Gott zu mir, mankind has one key to fly. Die Menschheit hat einen Schlüssel, um zu fliegen. But why they walk like a ente? Aber warum watscheln sie wie Enten oder wie Ameisen? Why they are walking? Warum laufen sie nur? Like a ente. So wie eine Ente. When you can be any place of in this eternity. Wenn wir eigentlich an jedem Ort dieser Ewigkeit sein können. We will talk about these six keys, wir werden über diese sechs Schlüssel reden, which are you have, I have. Die du hast und auch ich habe. So we all are unique value humans. Wir alle sind also Menschen mit einem einzigartigen Wert. I'm not a higher, you are not a less. Ich bin nicht höher und ihr seid nicht weniger. This is only spiritual growth. Das ist alles nur eine Sache des geistigen Wachstums. So three questions we will ask ourselves. Wir müssen uns also drei Fragen selber stellen. Kann ich mal? Ja. Okay. Where I come from? Woher komme ich? First question. Das ist die erste Frage. And this you can discover when your spiritual senses are open. Und das könnt ihr entdecken, wenn eure geistigen Sinne offen sind. Second question is, die zweite Frage ist, why I am here? Warum bin ich hier? What shall I do in one lifetime? Also, was soll ich tun in dieser einen Lebenszeit, die ich habe? So I can be forever free. Damit ich für immer frei sein kann. And find my happiness. Und meine Glückseligkeit finde. Okay. I can have many houses. Ich kann zum Beispiel viele Häuser haben. Das ist Zentrale. Ja, hier ist die Hotline, ja? Stellt doch die Handys aus. Ich habe meins ausgehört. Ich hätte es auch ausgehört. Okay, wo are we? Why am I here? Warum bin ich hier, ja? Was kann ich in dieser einen Lebenszeit tun? Let's say I'm the richest man of the world. Angenommen, ich bin der reicheste Mann auf dieser Welt. For example. Ja, zum Beispiel. Let's say I'm a multimillionaire. Like a Bill Gates. Angenommen, ich wäre ein Multimilliardär wie Bill Gates. I'm famous. Ich bin berühmt. Everybody is going to be. Jeder verbeugt sich vor mir, betet mich an. Everybody respect me. Jeder respektiert mich. And I have the whole world. Und ich habe die ganze Welt. But when my death comes. Aber wenn dann mein Tod kommt, can I take everything with me? Kann ich da all das, was ich habe, mit mir nehmen? That's a question. Das ist die Frage. So I build everything here. Ich habe also alles hier errichtet habe, gebaut habe. And I have so much money that I can live 1000 years. Und ich so viel Geld habe, dass ich wohlhabend für 1000 Jahre leben könnte. But that take everything away from me. Doch am Ende nimmt der Tod alles wieder von mir weg. And if you go cemetery, und wenn ihr in den Friedhof geht, average today is 70
Wenn wir leben, haben ein Durchschnittsalter von 70, 80 Jahren. If you go, you should go cemetery and watch out one time. Ihr solltet mal in den Friedhof gehen, da stehen ja immer die Lebensdaten drauf, wie lange die Leute gelebt haben. That's the average, 70, 75, ja. 80, extremes. Der Durchschnitt ist so 70, 75, 80, im Extremfall 90. And I have collected so much money, I can live 10,000 years here. Und angenommen, ich habe so viel Geld gesammelt, ich könnte tausende von Jahren lang leben. Now that is coming. Aber wenn jetzt der Tod kommt, Tod respect your plan that you are making some special project. Respektiert der Tod euren Plan, dass ihr zum Beispiel ein besonderes Projekt vorhabt? Maybe that oh you are a very special person. Vielleicht sagt der Tod zu Denkt ihr, der Tod sagt zu euch vielleicht, oh, du bist ja eine ganz besondere Person. Very famous. Ein sehr berühmt. I come later. Dann komme ich später nochmal, ja? No. Nein. Death come and take you where you don't want to go. Der Tod kommt und nimmt euch dorthin, wo ihr nicht hin wollt. Unknown place. An unbekannte Orte. Now that is coming. Und wenn jetzt der Tod kommt, this physical world, dann ist diese physische Welt hier, is moving behind. Die ist wie, als würde sie sich von vor euren Augen nach hinten wegbewegen. And you're looking behind. Und ihr schaut noch einmal zurück. Now your world is living. Und jetzt verlässt euch eure Welt, in der ihr die ganze Zeit gelebt habt. Because you invest everything here. Und das ist eure Welt, weil ihr nämlich alles in diese Welt hier investiert habt. And you're looking like this. Und ihr schaut natürlich zurück, weil ihr schaut dorthin, wo ihr eure Arbeit reingesteckt habt. You wanna go back? Ihr wollt natürlich zurückgehen. Where I'm going in this strange eternity? Und ihr fragt euch, wo soll ich hingehen in der fremden Ewigkeit? In front of you. There's a dark hole, actually. Und vor euch seht ihr zahllose viele schwarze Löcher. And you, your mind. Und euer Verstand is in panic. Hat Panik. It do not know where you are going. Ihr wisst nicht, wo ihr hingeht. In this life. In diesem Leben hier auf Erden. Many times when we make decisions. Ist viele Male, wenn wir Entscheidungen treffen. What we use. Was benutzen wir dafür? Which key? Welchen Schlüssel? Ja, exactly. Ja, ganz genau. Unseren Verstand. And now, this world is saying you goodbye. Aber jetzt sagt diese Welt zu euch Tschüss. Hallo, Buna. Ja. Hallo. Was sagt der? Das ist der Ober wahrscheinlich. Was sagt der? Hello, Gauner? Gunnar, ja. Ach, Gunnar, ich darf schon ja. Nee. Schwarz. Der Monitor ist schwarz. Diese Skype. Oh, er kam doch. Hey, der Ober. Unmöglich, ja? Hallo, Gunnar. Der ist vorne. Lass ich mal rein. Ja, komm. Hey. Die Nachbarn helfen mir. Das ist ja lieb, herzlichen Dank. Also echt, ey. Also das ist mal wieder ein... Er hätte auch nicht klopfen können. Nee, die Tür ist doch glaube Jakob, immer schön drehen, ja. Er hat da Freund. Er hat da sehr komische Fragen. Ja. Nein, nein, das ist der Robert aus Kassel. Ah, ja. Er ist jetzt ein komischer Mensch, ja. Ah, ja. Auf jeden Fall ein liebevoller, komischer Mensch. Na gut. Ja. Ich nehme es so den Tür. Ihr wisst, wir haben auch die Bücher von Herrn Kahn, die liegen da alle, falls ihr euch das nicht... Ja, könnt ihr später mal anschauen. Warten wir kurz, bis sie reinkommen. Muss ich das nur starten?
Läuft das Zoom auf dem Rechner bei dir? Ich sehe es nicht. Ja, du hast es auf dem Kopfhörer. Acer, oder? Ja, aber da sehe ich mit Felix Wagner jetzt. Alles gut. Ja, ja. Schreib du mal in den Chat. Das ist von Aber ich denke, es ja. läuft. Wie bitte? Ausgehen. Das ist Functioning. Mach mal dein Mikrofon. Der kennt schon die Bibel in die. Okay. Ja, they're looking right now. Hier, guck mal, Guido. Ja. So musst du machen. Wenn die Maus geht mit unten. Was brauchst du? Hier oben auf Anzeige und dann, dann dass alles angezeigt wird. Hier, warte, so. Anzeige und dann Galerieansicht. Okay. Ja? Ja, jetzt hört man auch ihn, weil da drüben funktioniert es nicht. Also jetzt ist es über ihn. Sieht man das wieder? Nee. Okay, nee. Dann machen wir es so, ja? Was ist jetzt mit dem? Okay, du kannst weitermachen. Neun. Christa, Elisabeth, Peter Meyer, Stefan Roni, Neo, ist jetzt ein Bild und Felix da? Wagner, ja. Das ist echt komisch. Wir können weitermachen. Ja, da immer noch eine Felix. Also es läuft sind noch 10 Reihen, aber ja. Gunnar, können wir weitermachen, oder? Ja. Wir können weiter. Eine fehlt. Der einer ist gerade rausgegangen, oder? Der Robert kommt gleich rein. Der kommt gleich. Das sind bekannt. Achso. Alle Zoom läuft. Gut. Ja. We only use the, our mind, the key. In meinem Land, wir machen die Tür zu. Ja, in meinem Land machen wir die Tür zu und dann kommt. 11 Uhr. Und dann ist. Rein, raus, rein. Ja, dieses rein, raus, das ist. Das nimmt auch die ganze Konzentration, Concentration. I wanna take you with me to fly, yeah? Ich möchte euch mit mir nehmen, damit ihr mit mir fliegt. Ja. Wir können dich immer wieder zur Landung ansetzen. Ja. Die Maus hier. Okay? Ja. Ja, du kannst weitermachen. Ist okay. Okay. So. Ein Moment. Wo wir waren? We only use. Nein, nein. Wo waren wir? Eine. Ich war zurück. Die kommen mit oder die sind woanders? Ich möchte auch sehen, ob ihr mitkommt mit dem Vortrag oder woanders wo seid. Was bringt es, wenn ich den ganzen Reichtum habe und dann in die Ewigkeit gehe? Und wie treffe ich hier meine Entscheidungen? Im Verstand? Mhm. Ja. Und. Dass ich zurückgucke nach den 70, 80 Jahren und dann feststelle, ich laufe in schwarze Löcher. So, ich bin die Lokführer und euch sind die Burg. Wie heißt? Passagiere. Nee, wie? Waggons. Waggon. Ja, also ich bin sozusagen der Lokführer und ihr seid die Waggons, die alle an mir dranhängen. So, wir gehen weiter. Okay, jetzt gehen wir weiter. Hier vorne ist. Eine sehr strange, very strange eternity. Vor uns befindet sich dann eine merkwürdige, eine fremdartige Ewigkeit, die wir nicht kennen. Our world left her and said goodbye. Unsere Welt hat uns verlassen und ist hinter uns und sagt Tschüss. Nicht auf Wiedersehen, weil ihr seht ihn nicht nochmal. Your partner say all life. Schatz, ich liebe dich. Euer Partner zum Beispiel sagt das ganze Leben, Schatz, ich liebe dich. Dear, I love you. I cannot live without you. Ich kann nicht ohne dich leben. Even she bury you and throw the mud. Selbst sie wird euch irgendwann begraben und die Erde auf euer Grab schütten. And then life go on. Und dann geht das Leben weiter. One year maybe have some. Vielleicht wird sie noch ein Jahr trauern. After she will look somebody else. Aber danach wird sie nach einem neuen suchen. And if you have a children, und wenn ihr Kinder habt, ihr, they're gonna call somebody else Papa. Dann werden sie irgendwann jemand anderen Papa nennen. What? Richtig? Nobody gonna wait for you. Niemand wird auf euch warten. You came alone, you go. Ihr kamt alleine und ihr geht auch wieder alleine. And there's one word I say. Es gibt immer ein Wort oder einen Satz, den ich sage.
was is a good for Menschen, when they beherrsch the ganze Welt und verlieren ihr Leben? Was ist gut für die Menschen, wenn sie die ganze Welt beherrschen, aber ihre Ewigkeit verlieren? What is a good for human being? You have everything and then you lose everything. Was ist gut für die Menschen, wenn ihr alles habt, aber am Ende doch wieder alles verliert? How many people know Onassis? Wie viele von euch kennen Onassis? Very good. Wow, okay. Drei Leute. Somebody asked, Onassis was very sick. Onassis war sehr krank. Moderator asked, if somebody can give you health. Bei einem Interview sagte ein Moderator zu ihm, wenn dir jemand Gesundheit geben könnte, oder diese Gesundheit because zurückgeben könnte. His eyelashes was not moving. Onassis hatte eine Nervenkrankheit, seine Augenlider haben sich nicht mehr bewegt. So they put jalousie. Deswegen haben sie eine Art Jalousiensystem in seinen Lidern installiert. And when he sleep, they drop it. Und damit konnte er zum Beispiel, wenn er schlafen war, diese seine Augen... Aber bitte ruhig. Ja. Die ganze Konzentration geht weg. Damit konnte er seine Augenlider, wenn er zum Beispiel schlafen wollte, schließen. So Moderator asked, der Moderator fragte Onassis, what you will give this person who can make you healthy? Was wirst du diese, and you can move your eyelashes by yourself. Was wirst du dieser Person geben, die dich heilt, und zwar indem sie dafür sorgt, dass sich deine Augenlider wieder bewegen können? Oder nur die Augenlider alleine sich wieder bewegen können. One minute he was thinking. Und Onassis hat eine Minute nachgedacht. After he said, und danach sagte er zum Moderator, I give my all wealth. Ich würde meinen ganzen Reichtum dieser Person geben. Wir, moving our eyelashes unaware thousand times. Wir bewegen unsere Augenlider unbewusst über 1000 Mal am Tag. We should also say, thank you, God. Wir sollten dafür auch sagen, danke Gott. Yes. Weil erst wenn es uns genommen wird, erkennen wir den Wert davon. Yes. Today the intelligent being, like Einstein. Und heutzutage sind die intelligentesten Menschen, wie Einstein zum Beispiel. Dr. D-Maker in America. Oder Dr. D-Maker in Amerika. Messiah in the medicine. Der auch der Messias der Medizin genannt wird. One time he said, I discovered something. You don't need to go to doctor, you can heal yourself. Dieser Dr. D-Maker sagte einmal, ich habe etwas entdeckt und wenn ihr damit müsst ihr nie wieder zum Arzt gehen. And he created heart pump. Dr. D-Maker ist auch dafür bekannt, dass er das künstliche Herz erfunden hat. All over the world, doctor went there. Whoa, what he discovered. Und überall aus der Welt kamen Ärzte und Doktoren zu seiner Vorlesung, wo er erklären wollte, was er entdeckt hat, wo man dann nicht mehr zum Arzt gehen muss. Saal was full hall. Und der ganze Saal, der ganze Raum war ausgefüllt mit Leuten. Scientists. Mit ganz vielen Wissenschaftlern. Medicine experts. Mit Medizinexperten. He says, I discovered some things so special. Und er sagte, ich habe etwas so Besonderes entdeckt. In our mind one point. In unserem Verstand existiert ein Punkt, which is connected to our heart. Der mit unserem Herzen verbunden ist. If you find these things, you will be never sick. Wenn ihr diesen Punkt findet, dann werdet ihr nie wieder krank werden. Und die haben gesagt, wow. Now he's gonna give us a lecture. Jetzt gibt er uns bestimmt einen Vortrag darüber, wie wir wo der ist und was der macht und so weiter. What he did? Was hat Dr. D-Maker gemacht? Der hat an die Tafel geschrieben, this point here and this here, dieser Punkt hier im Verstand und im Herzen, if you come to know the spiritual life in observation, ist, wenn ihr über das geistige Leben Beobachtung macht, you can live healthy actually. Dann könnt ihr gesund 100 Jahre lang leben. Exactly, Bible says. Und sowas finden wir schon in der Bibel. When the word of God will be open up spiritually. Wenn die Welt Gottes sich
geistig öffnet, spirituell öffnet. Bible says there will be no accident. Da sagt schon die Bibel, dann wird es keine Unfälle mehr geben. You will live 100 years. Ihr werdet 100 Jahre leben. Healthy. 100 Jahre gesund leben. No bad luck. Es wird kein Unglück mehr geben. Death will not come and take you. Der Tod, and win over you. Der Tod wird nicht mehr kommen und über euch gewinnen. This point is a spiritual and spirituality to open up. Dieser Punkt ist, sich geistig zu öffnen. Religion teaching us believe it, believe it, believe it. Die Religion lernt uns immer, glaub daran, glaub daran, glaub daran. Blind. Glaub blind an etwas. Oder Glauben ist eine blinde Sache. Yes. So we have a 6 key. Wir haben also 6 Schlüssel in uns. And you can open whole eternity. Wenn ihr mit diesen 6 Schlüsseln könnt ihr die ganze Ewigkeit für euch öffnen. And I will teach you how to use. Und ich werde euch lernen, wie man diese Schlüssel benutzt. One key is body. Ein Schlüssel ist der Körper, der erste. Question is, why God gave us body? Die Frage ist, warum hat Gott uns überhaupt einen Körper gegeben? Because we was living before in spiritual world before we came here. Weil wir lebten doch bereits in der geistigen Welt, bevor wir hier auf Erden gekommen sind. Und haben wir auch. We were living with spirit. Wir haben mit dem Geist gelebt bereits. Million? Und zwar für Millionen von Jahren in der geistigen Welt. Billionen Jahre? Für Milliarden Jahre. Time cannot go there. Wir haben dort so unvorstellbar lange gelebt, dass die Zeit diesen Zeitraum gar nicht fassen kann. And you can discover this thing. Und auch diese Geschichte könnt ihr entdecken. But our spirit was growing very slow motion. Aber unser Geist wuchs auf sehr langsame Weise. Oder wie in Zeitlupe. God created this physical creation. Gott hat diese physische Schöpfung erschaffen. And give you physical body. Und euch einen physischen Körper gegeben. The quality of this body, und die Qualität dieses Körpers. If you live for spirituality, ist so, dass wenn ihr für die Spiritualität lebt, in 70 year, 80 year, you can grow like a 100,000 million years. Könnt ihr, wenn ihr hier euer ganzes Leben lang 70, 80 Jahre für die Spiritualität, für die Geistigkeit, für Gott lebt, dann ist das in der geistigen Welt eine Zeit von 100 Millionen Jahren. That means this body is a one gift to speed up. Das heißt, dieser Körper ist ein Geschenk an euch, um euer geistiges Wachstum zu beschleunigen. To find your spiritual growth. Damit ihr auch euer geistiges Wachstum findet und erreicht. Today we also speed up. Unser geistiges Wachstum ist auch sehr beschleunigt und wir nutzen das auch. But wrong direction. Aber in die falsche Richtung. In deutscher Sprache wir sagen, wir haben falsche Pferd gesetzt. Auf Deutsch sagt man, wir haben uns auf falsche Pferd gesetzt. We are sitting on the wrong horse. God gave you these keys. Gott hat euch diese Schlüssel gegeben. To find your home in eternal life. Damit ihr euer Zuhause im ewigen Leben findet. And you spend 70, 80 years some project. Aber ihr verbringt 70, 80 Jahre mit irgendwelchen Projekten, which you cannot take with you. Die ihr nicht mit euch nehmen könnt. And then you go empty hand over there. Und dann geht ihr in das geistige Leben mit leeren Händen. But let me say, aber lasst mich euch sagen, many time I ask questions in the street. Viele Male frage ich auf der Straße die Leute, erst einmal Deutsch, was macht dich glücklich, was willst du erreichen? Was macht dich glücklich? Was möchtest du erreichen? What make you happy? Was macht dich glücklich? And I hear different answers. Und dann höre ich verschiedene Antworten von den unterschiedlichsten Leuten. So I ask you, what make you happy? Ich frage euch, was macht euch glücklich? So der Herr hier, was macht dich glücklich? Dass deine Frau geht weg. Dass deine Frau nicht, weil das manche von uns brauchen Ruhe, ja? Entschuldigung. Ja. Okay, ja.
glücklich weniger, aber sagen wir mal zufrieden. Zufrieden, okay. Zufrieden macht mich der Erfolg. Okay. Und was war das andere? Was möchtest du erreichen? Oh. Ja. Das Ziel deiner Ziele. Okay, danke. Ich kann dir überlegen. Okay, überleg, solange fragen wir den nächsten. Ich weiß, dass ich in der nächsten Sendung größten Wahnsinn in die Klappstühle gesteckt. Ja, der Herr, was macht dich glücklich? Das ist einfach. Wenn du zum Beispiel hier vor 3 Jahren habe ich meine älteste Tochter verloren. Und fast nichts mehr glücklich. Ja, ja. Das ist nicht einfach. Nächstes Mal, wenn wir Pause, gib mir die Bild von deiner Tochter. Ja. Ja. Ja? Ich sag dir, wenn wir Pause haben, dann... Ich sag dir, wo sie in den Geist gebracht hat. Okay. 32 Jahre war Anthropologin und Molekularbiologin. Okay. Ich meine, du kannst nicht sehen, aber ich kann sehen. Ich sag dir, und wenn sie gibt eine Botschaft, ich gebe dir so weg. Ja. Okay. Hast verstanden, ja? Naja. Okay. Der Herr, da, was macht dich glücklich? Ja, wenn ich mit meinen Erkenntnissen die Welt glücklich machen kann. If you can, with his knowledge and with his what he experienced, if he can make the world happy. Okay. Okay, Anton, was macht dich glücklich? Ja, wenn ich finde eine Frau. Yeah. Ja, okay. Ich glaube, da kommt kein Glück so. Ich hätte verschiedene Antworten. Ja. When I ask on the street. Wenn ich auf der Straße frage, ja? Ich sehe, if I can be scientist, make me happy. Manche Leute haben zu mir gesagt, ach, wenn ich Wissenschaftler werden kann, dann bin ich glücklich. When I'm rich people, I'm happy. Oder wenn ich reich bin, dann bin ich glücklich. If I have a beautiful woman, wenn ich eine wunderschöne Frau habe, dann bin ich glücklich. Yes. Only she don't have to speak all whole day. You know? Ja, sie muss nur aber den ganzen Tag den Mund halten, ja. Also. I say to my wife one day. Ich habe einmal zu meiner Frau gesagt. She's a lawyer, yeah? Sie ist eine Anwältin. She speak too much. Ich habe gesagt, du redest zu viel. I said to her, I give you some key. Sie spricht immer sehr viel. Ich habe nicht gesagt, du redest zu viel, sondern ich habe gesagt, sondern allgemein spricht sie immer viel. Und dann habe ich dir gesagt, ich gebe dir einen Rat. Well, try. Versuch mal. One day to Mund halten. Einmal. Einen Tag lang den Mund zu halten. Yes. Versuch's mal. This will be good for you. Das ist gut, wäre gut für dich. So, if God asked me in heaven, you want to have a beautiful angel? Und wenn Gott zu mir im Himmel sagt, möchtest du einen wunderschönen Engel haben als Partner? I say yes, but she should not speak. Dann sage ich, ja, aber sie sollte nicht reden können. She only speak when I ask questions. Oder sie redet nur, wenn ich sie was frage. Otherwise you should think for me a whole day. Ja, ansonsten sollte sie den ganzen Tag nur singen oder yes, so. Make me harmony. Ja, um mich mit ihrem Gesang in Harmonie zu bringen. So some want to have a partner. Manche möchten also einen Partner haben. Somebody want to be possess the whole world. Manche wollen die ganze Welt besitzen. They have a different vision. Gibt unterschiedliche Wünsche auf diese Frage. Let's take this question to God. Aber lass uns mal diese Frage an Gott stellen. God, can I offer you my house? Gott, kann ich dir mein Haus anbieten, um dich glücklich zu machen? To give you. Ja, damit du drin wohnen kannst. God, the whole creation belongs to me. Und Gott sagt, mir gehört doch schon die ganze Schöpfung. Huh. Dein Haus brauche ich nicht, das gehört mir ja schon. God, you wanna go university? Gott, möchtest du in die Universität gehen? For science, to become scientist. Ja, um zum Beispiel Wissenschaftler zu werden. God, see what you're talking about. Da sagt Gott, über was redest du denn da? I created everything. Ich habe doch alles erschaffen. Ich bin der höchste Wissenschaftler. Yeah. Wenn überhaupt, ja. The supreme scientist I am, actually. Ja, ich bin der Ursprung und der Frühling der Wissenschaft sozusagen. God, you want to become famous? Oder wenn wir Gott fragen, Gott, möchtest du berühmt werden? God said to me, my son,
There are so many heavens, so many creations, they all know me. Und Gott sagt, mein Sohn, es gibt so viele Himmel, so viele Schöpfungen, die kennen mich doch alle schon. But one thing God cannot do. Aber eine Sache, die kann Gott nicht tun. Alone. Und zwar, die kann er nicht alleine tun. Was glaubt ihr, was kann Gott nicht alleine tun? Use this thing because benutzt euren Verstand, das ist relativ einfache Frage. In der physischen Welt Gutes schaffen. To do good in the physical world. Nee, what God cannot do. Aber was kann er nicht alleine tun? Gesellschaft. Ja, yeah, he means this in the sense of. Er kann alleine nicht in Gesellschaft sein. Company. Nee. In Company. Er kann sich nicht helfen. Hm? Nee, he said it to be in company together with someone. Company. Nee, wir müssen uns selbst, also Gott kann nicht. Nee, ich habe erst den vom Herrn, deins habe ich noch nicht übersetzt. He said, he cannot help us, we can only help ourselves. Okay, but also wir haben ja den freien Willen. Ja. Er kann uns die, na gut, kann man es zwar diskutieren, aber wir können uns frei entscheiden. Okay, er kann uns nicht zwingen. Okay, he cannot force us to do anything. Ja, es geht um die Frage, was... Wegen dass er die Schlüssel gegeben, dass er kann dich nicht zwingen. Ja, er hat die... Ich frage, was Gott kann nicht tun. Was? Er hat die Schlüssel gegeben. Okay, ja. Er zwingt dich nicht. Aber es geht nicht um die Frage, was kann Gott nicht tun, sondern was kann Gott nicht alleine tun. Es geht um eine Frage von Teamarbeit. Die Menschen zur Glückseligkeit führen. Die Menschen zur Glückseligkeit führen. To bring human beings to force them to everlasting happiness to his side, for example. Okay, we are beaten, wir kommen der Antwort etwas näher, ja, ein bisschen, ja. Ja, jetzt ist er. Jetzt, wer war noch? Nehmt, überlegt doch mal, was könnt ihr nicht alleine tun? Yes. Er kann seine Liebe nicht einem anderen geben, wenn er alleine ist. Wow! Yeah. He cannot give his love to someone when he is alone. He can have the universe, he can have the heaven. Er kann das Universum haben, er kann die Himmel haben, he alles. Alles kann er haben. But for love? Aber für die Liebe braucht er einen Partner. And we are his partner in love. Und wir sind seine Partner in Liebe. But we have forgotten him. Aber wir haben ihn vergessen. We forget our real home. Wir haben unser wahres Zuhause vergessen. So let's discover what is this six key about. Lasst uns also entdecken, worum es jetzt in diesen sechs Schlüsseln geht. You say with me. Zählt die mit mir auf, ja? And I explain you later. Ja? We have a body. Und ich erkläre dir dann später. Also wir haben den Körper. One key. Das ist der erste Schlüssel. Körper. This is what heaven and God teach me, I teach you. Das ist auch, was mir der Himmel und Gott gelehrt hat. And God say, I give you free, you give free. Yeah. Und Gott hat mir gesagt, ich gebe dir diese Informationen umsonst und du musst sie auch an die Menschen weitergeben, umsonst. Yes. But if somebody help us with donation, we are printing more books. Aber wenn uns jemand mit einer Spende unterstützen möchte, dann können wir davon mehr Bücher drucken. Yeah. So, body, one key. Der Körper ist der erste Schlüssel. Mind. Der Verstand ist der zweite Schlüssel. Universal consciousness. Das universelle Bewusstsein ist der dritte Schlüssel. Conscious. Das Gewissen is four key. Ist der vierte Schlüssel. Emotion. Die Emotion, heart. Das Herz is another key. Ist der fünfte Schlüssel. You have a spirit. Ihr habt alle einen Geist inside of you. In euch drin. Did you saw? Somebody saw your own spirit? Hat jemand mal seinen eigenen Geist gesehen? Only ja, da, nur einer. Amazing. Your spirit is with you and you don't know. Unglaublich. Wir alle haben einen Geist, der ist die ganze Zeit mit uns, aber wir haben ihn noch nie gesehen. It seems like you holding one Käfig. Es ist wie, als wenn ihr einen Käfig in der Hand haltet. And you don't know what is inside this Käfig. Aber ihr wisst nicht, was in diesem Käfig drin ist. This is your vogel inside. This is your bird. Das ist euer Vogel, der dort drin ist.
This is the spirit. Das ist der Geist, der sechste Schlüssel. Which will live forever. Mit dem wir dann für immer leben werden. Did you have done something for this spirit? Habt ihr etwas für diesen Geist getan? You even don't know your spirit. Ihr kennt diesen Geist nicht mal. We will talk later on what body need for food and what spirit need for food. Später werden wir darüber reden, was der Körper für Nahrung braucht, aber was der Geist auf der anderen Seite auch für Nahrung braucht. Darüber werden wir später reden. So, how many things I talk? Über wie viele Schüsse habe ich geredet? Sechs. No, not five. Nicht fünf? Sechs. Somebody can hold for me? Kann die jemand wiederholen für mich? So I know some good student, I think. Damit ich weiß, dass hier ein paar gute Studenten sitzen. So. Can you hold this? Can you also das erste war der Körper? Yes. Ja. Verstand? Ja. Yes. Herz? Nee. Das kommt durch. Nicht schummeln, Anton. Der weiß, nee, der weiß schon. Also der Knacke in dieser Bewegung. Ja. Also es war noch das Bewusstsein? Ja, Bewusstsein. Universelles Bewusstsein. Das universelle Bewusstsein. Gewissen, genau. Schön gesagt. Gewissen. Das Gewissen, was Gewissen. Gewissen. Sehr gut. Conscience ist Gewissen. Conscience, ja. Ja. Sehr gut. Ja, vierter Schlüssel. Und jetzt? Spirit. Der Geist. Vor dem Geist kommt was noch? Emotion. Emotion ist der fünfte Schlüssel und der sechste Schlüssel ist dann der Geist. Der Geist, ja. Er hat dann nicht Note 1, aber kannst du ihm 100 Euro geben. Ja, er hat nicht Note 1, aber du kannst ihm 100 Euro geben, ja? Okay, sechs Schlüssel. Das sind die sechs Schlüssel. Was ist der Geist. Also Spirit. Spirit. Geist, ja? Later we will talk about how you can see. Später werde ich auch darüber reden, wie ihr den sehen könnt und das im Detail erklären. Six key we talk. Das sind die sechs Schlüssel, über die wir reden. But mostly in this world, people don't know how to use these six. Aber meistens wissen die Leute nicht in dieser Welt, wie man diese sechs Schlüssel nutzen kann. That's why. Und deswegen sind wir auch an diese materielle Welt gebunden. Wir rennen diesem materiellen Marathon hinterher. Am Ende des Lebens wird das Leben leer. Und dann? Dann müssen wir gehen. Angenommen, ihr sterbt. Angel leave your money. Brauchen die Engel euer Geld? Because you left already, you cannot even bring your money with you. Weil ihr diese Welt schon verlassen habt, könnt ihr nicht mal euer Geld mit euch nehmen. Ihr könnt es nicht mal mehr holen. Einstein went in spiritual world. Zum Beispiel Einstein, eine sehr intelligente Person, ist in die geistige Welt gegangen. You think angel need his intelligence? Glaubt ihr, die Engel brauchen seine Intelligenz? They are trillion intelligent far away actually. Die sind Trillionen und Abertrillionen mal intelligenter und so weit weg von unserem Verstand. They don't need Einstein. Die brauchen Einstein gar nicht. Maybe we need it. Vielleicht brauchen wir ihn. What we are saying in the dumme world, jemand hat ein Organ, wir sagen, wow, er ist intelligent. Ja, wir sagen aber zum Beispiel in unserer Welt, wo alle blind sind, wenn einer ein Auge hat, dann sagen wir schon, wow. Wow, er ist unser König. Ja, ja, das ist unser König, der Einäugige. So, this sixth key I will ask you, then I will explain you. Ja, über diese... One explanation I gave already. Ja, eine Erklärung über die sechs Schüsse habe ich schon gegeben, aber ich möchte euch darüber nochmal fragen. What is the body? I explain this thing. Ja. It help you. Wozu ist der Körper da? Was macht der? Dieser Schlüssel. Hilft uns, physische Erfahrungen zu machen. Die Erklärung habe ich vorhin schon gegeben. Ich muss sie nur wiederholen. His speed up. Ach so, ja. Mobilität. Die Entwicklung, die geistliche Entwicklung beschleunigt er. Ja, ganz genau. Ja, er beschleunigt die geistige Entwicklung. He also can speed up if you want to become scientist. Er beschleunigt sie auch, wenn ihr zum Beispiel Wissenschaftler werden wollt. Oder Medizinexperte. Der Körper hat die Qualität, die Dinge zu beschleunigen. But this is a limited goal. Aber das sind diese Ziele,
Wissenschaftler zu werden, Medizinexperte und weiter, sind begrenzte Ziele. Zum Beispiel? One man become a specialist surgeon in a hospital. Zum Beispiel, wenn ein Mann ein besonderer Chirurg wird im Krankenhaus. We need him. Brauchen wir ihn dafür? Dann brauchen wir ihn. Because he has to make the operation on our body. Weil er muss unseren Körper operieren. Let's say we go, he go in spiritual world. Angenommen, dieser Mann geht in die geistige Welt. We don't have a physical body. Aber dort haben wir keinen physischen Körper mehr. We don't have skin and bone. Wir haben keine Knochen und keine Haut mehr, die man schneiden kann. So his occupation is. Sein Beruf, seine Aktivität, die er sein ganzes Leben lang verfolgt hat, ist für gar nichts mehr gut. Spirit is element like a wolf, like a cloud. Der Geist besteht aus Elementen, die wie eine Wolke sind. So what, we need him as a surgeon? Brauchen wir diese Person im geistigen Leben als einen Chirurgen? So his occupation is gone. Sein Beruf ist vorbei. Scientists, we don't need. Wissenschaftler brauchen wir dort auch nicht. But we need our spirit that we have a light. Aber wir brauchen unseren Geist und in diesem Geist, da muss Licht drin sein. Dafür brauchen wir ihn. This topic I will talk second first. Über dieses Thema werde ich dann zweitens weiterreden. But first we talk. Später weiterreden. So body you came to know. Also den Körper, seinen Zweck als Schlüssel habt ihr kennengelernt. Mind. Real mainstream purpose is vom Verstand ist der wahre Zweck true thinking. Wahres Denken zu erreichen. True thinking means leave this material thought away. Und wahres Denken bedeutet, dass wir die Gedanken über die materiellen Dinge weglassen. Make this empty. Unseren Verstand leeren. And true investigation thinking in internal life. Und danach suchen, über die wahren Dinge, über das ewige Leben nachzudenken. It will open your mind. Das öffnet euren Verstand. That's a real mind purpose. Und das ist der wahre Zweck des Verstandes. It opening you. Das öffnet euch. Like a baby. So wie ein Baby. When it's born, she cannot see. Wenn das Baby geborgen wird, kann es noch nicht sehen. But after slowly, slowly she opens. Aber Stück für Stück kann es dann seine Augen immer weiter öffnen. What is the purpose of universal consciousness? Was ist der Zweck des universellen Bewusstseins, dem dritten Schlüssel? If you use, what do you think, what is the purpose? Wenn ihr den benutzt, was glaubt ihr, was ist der Zweck des universellen Bewusstseins? Ja. Yeah. First time. It can embrace the whole eternity. Euer Bewusstsein kann sich so weit ausweiten, dass es die ganze Ewigkeit umarmen, umgreifen kann. Oder fassen kann. Like a balloon. So wie ein Ballon, der sich immer weiter ausdehnt. The day explosion comes, science say. An dem Tag, oder die Wissenschaft, an dem Tag, an dem es eine Explosion gab, they say life began because of explosion. Oder die Wissenschaftler sagen, das Leben begann wegen einer Explosion. This creation is expanding. Und diese Schöpfung weitete sich dann von da an aus. And this key you have here, universal consciousness. Und diese Art von Schlüssel, diese Expansion, die habt ihr auch in eurem universellen Bewusstsein. That you sitting here and like a cloud, you can cover the whole eternity. Dass ihr hier sitzt auf Erden zum Beispiel, aber euer Bewusstsein, das ganze Universum sich dort ausbreitet und ihr an jedem Ort sein könnt. That's the opening of spirituality. Und das ist der Anfangsschritt, die Spiritualität zu öffnen. It happened to you if you are spiritual journey. Ist es euch schon mal passiert, dass ihr auf einer geistigen Reise wart? Also, wenn es mit euch passiert, dass ihr auf einer geistigen Reise seid, you will surprise. Dann werdet ihr überrascht sein, this material world is opening, dass sich diese materielle Welt öffnet. And this universal consciousness light takes you billion light years far away. Und euer Licht,
was in eurem universellen Bewusstsein ist, das nimmt euch dann mit und nimmt euch Milliarden von Lichtjahren weit weg in eine andere Ewigkeit. 2 Minuten, 1 Minute. Und das innerhalb von 2 Minuten, einer Minute. Your lighting speed, you cannot be there. Ihr, selbst wenn ihr mit Lichtgeschwindigkeit reisen würdet, würdet ihr nicht diese Distanz in 2 Minuten oder 1 Minute überbrücken können. And then it's coming, it is coming back. Und euer universelles Bewusstsein, dieses Licht, nimmt euch mit und bringt euch wieder zurück. And then you, you're gonna surprise. Und ihr werdet überrascht sein. Where I was. Und euch fragen, wo war ich gerade? Which heaven or where I been? In welchem Himmel war ich? Wo war ich? And then you share with your friend and family, you know this happened to me. Und wenn ihr das aber dann mit euren Freunden oder Verwandten teilt und sagt, ach, wisst ihr, da war ich an diesem Ort. Everything was gone. Alles war weg von meinen Augen. And my eyes went in the tent. Und auf einmal ist mein, sind meine Augen in die Ewigkeit gewandert und ich habe dort etwas beobachtet. They will say it's time you should go psychologist. Und die werden zu euch sagen, vor lauter Begeisterung, es ist Zeit für dich zum Psychologen zu gehen. Some problem is ja, du hast ein kleines Problem schon. If you have no money, I give. Und wenn du kein Geld hast, wir geben dir. Wir finanzieren dir diesen Trip. Your wife says, Schatzi, yeah. Ich muss immer mit dir sein, was ist los mit dir? Eure Frau sagt, ach, Schatzi, ich will für immer mit dir sein. Was ist denn los mit dir? Was ist falsch mit dir? This world will be worried about you that something is. Diese Welt macht sich um euch auf einmal Sorgen, wenn ihr solche Beobachtungen macht. In the beginning, when my wife meet. Am Anfang, als meine Frau, als ich meine Frau getroffen habe, meine heutige Frau getroffen habe. She heard my lecture. Als sie meinem Vortrag zugehört hat. She said that sitting here and I can be other part of eternity. Sie sagte, ich kann hier sitzen und gleichzeitig im anderen Teil der Ewigkeit sein. She said in here. Ich sagte hier, so bist du, ja? Yeah. I say. Take this journey with me. Ich habe ihr gesagt damals, trete diese Reise mit mir an zusammen. Slowly. And then you will see. Und dann wirst du das auch sehen und selber erfahren können. So, she came in my lecture and one day she was in the room, in her room, yeah. Und sie kam zu meinen Vorträgen dann von da an und eines Tages war sie in ihr in ihrem Zimmer. And she suddenly saw. Light is coming from heaven. Und auf einmal sah sie, dass Licht vom Himmel kam. She made, ja. Und sie hat ihre Augen gerieben und hat gesagt, was ist das? But light is still coming. Aber dieses Licht kam immer noch auf sie zu. And it touched her. Und hat sie berührt. And then she was gone. Und dann war sie auf einmal weg. This small planet. Dieser ganz kleine Planet, der war weg. Ist hinter sie. She saw. And her mind was saying, don't believe that's an illusion, don't believe it. Yeah. Und sie machte merkwürdige, besondere Beobachtung, aber ihr Verstand hat die ganze Zeit gesagt, glaub das nicht, das ist nur eine Illusion. She came to me. Sie kam danach zu mir, nachdem sie diese Erfahrung hatte. That's what happened to me. Und hat gesagt, das ist, was ich beobachtet habe, mit mir passiert ist. I said, wait, a little bit more. Und ich sagte zu ihr, warte noch ein bisschen mehr. She went continuing this journey. Sie ist weiter diese Reise gegangen. One day the body. Und eines Tages hat ihr Körper hat gezuckt. And spirit went out. Und ihr Geist ist, hat sie verlassen. Oder sie ist mit ihrem Geist hat sie ihren Körper verlassen. And she fly in the room. Und in ihrem Zimmer ist sie dann rumgeflogen. She saw this physical body. Sie sah diesen physischen Körper. Her own body. Ihren eigenen Körper hat sie gesehen. Body was like that. Und ihr Körper sah so aus. She saw. Aber sie hat ihren eigenen Körper gesehen. And then mind was saying, und dann hat ihr Verstand come back, gesagt, come back. If you don't come back, I die. komm zurück und wenn du nicht zurückkommst, wirst du sterben. I will die. Ich werde sterben. She went back in the body. Und dann ist sie wieder zurück in den Körper gegangen. Then she was a lawyer. Dann wurde sie Anwalt. I said, go and tell your Anwalt friend what happened to you. Und ich habe ihr gesagt, komm, geh zu deinen Anwaltfreunden und sag ihr, was mit dir passiert ist. Yeah.
Everybody said, Und alle haben gesagt, da, du hast ein psychologisches Problem. Guru. Er ist doch nur ein Guru. Er macht Geld. Er macht Geld. Gefällt das an mich? Ich bin selbsternannter Prophet. Im Fernsehen, in den Medien werde ich ein selbsternannter Prophet genannt. Whenever they were making documentary. Immer, wenn sie über mich Dokumentation gemacht haben. Ich bin nicht dicht. Oder gesagt, dass ich nicht dicht wäre. Das ist Spirituality, because nobody went what is happening to you. Das ist die Spiritualität, aber die hat niemand diese Reise hat die unternommen und hat das gesehen. This will do your universal consciousness. Und das ist, was euer universelles Bewusstsein, wofür es sorgt. What is a next key? Was ist der nächste Schlüssel nach dem Bewusstsein? Gewissen. Conscious. Wie aus der Pistole. The conscience. Das Gewissen. Is opening up an angel coming to you and say, let go in our paradise. We will teach you the nature of God. Öffnet euch und sorgt dafür, dass ihr euch öffnet und zum Beispiel Engel zu euch kommen und euren Geist dann mitnehmen auf geistige Reisen in die geistige Welt. Ich muss Deutsch sprechen. Ich habe gesagt, was du gesagt hast. Den Engel sagt, komm mit uns in die Paradise, so kannst du kennenlernen, was ist die Natur of God. Komm mit uns ins Paradies, damit du kennenlernen kannst, was die Natur Gottes ist. Ist es ein Paradies? Gibt es nur ein Paradies? Zwei. Oder zwei? Drei. Oder drei? Nein. Nein. Zahllos. Komplett. Zahllose viele Paradiese gibt es. Every paradise, if you grow, you have a little light. In jedes Paradies ist so aufgebaut, dass wenn ihr etwas mehr wächst und mehr Licht bekommt, you go in other paradise. Dann geht ihr in ein anderes Paradies, ein höheres. Ihr fliegt dort und dann wächst ihr dort weiter. To have more light. Damit ihr noch mehr Licht habt. Light is identity in spiritual world. Das Licht ist die Identität in der geistigen Welt. Light is telling your value. Das, in spiritual life. Das Licht sagt unseren Wert im geistigen Leben. Light is telling. Das Licht sagt, how far you can go. Wie weit ihr gehen könnt im geistigen Leben. This thema, little. Dieses Thema kratzen wir hier nur an, ja? Now, was ist der nächste Schlüssel? Du sagst. Guido, du. Er weiß auch nicht. Was ist der nächste Schlüssel? Er weiß nicht. Emotion. Emotion. Ich frag so wie er. Und ich weiß, dass wir machen mit. Ich frage, damit ich weiß, dass ihr mitmacht, ja? Emotion is like a, you are the driver. Die Emotionen sind wie, dass ihr zum Fahrer werdet, eures Autos. Yes. You are mainstream controlling all the keys. Ihr seid der Hauptantrieb, der all diese Schlüssel dann kontrolliert. Emotion is, which is, when it grow. Die Emotionen, wenn die wachsen, they can take you home like this. Die können euch so nach Hause zurückbringen zu Gott. That's your emotion power. Das ist die Kraft der Emotionen, die ihr in euch habt. Mainstream power of heart. Die Hauptantriebskraft des Herzens. And something new I want to tell you. Und ich möchte euch auch noch was Neues mitteilen. Emotion, the heart, is higher than the physical universe. Die Emotion, das Herz, ist höher als unser physisches Universum. And even internal physical, und internal life. Und selbst höher als die Gesetze des ewigen geistigen Lebens. Heart has such a quality, das Herz hat solch eine Qualität, that God says, dass Gott zum Beispiel sagt, heart, the love is higher than my universal laws actually. Hier geht es um das Herz. Er sagt, die Liebe ist, nochmal, höher denn die. Liebe ist höher als die universal laws. Als das universelle Gesetz.
Was when you have a love power with God, wenn ihr diese Liebeskraft mit Gott habt, no physical law can stop you. Kann euch kein physisches Gesetz mehr halten. You are gone. Ihr seid weg. Angel are looking you. Selbst die Engel die euch normalerweise versuchen zu kontrollieren, schauen euch nach. Okay, the religion talk only about India. Weißt du, die Religion sprechen eigentlich nur über Engel. This is our ignorance. Es ist wegen unserer Ignoranz, dass wir nur sie kennen. God created many, many beings before the angel. Gott hat viele vor den Engeln erschaffen. But we don't know. Because our prophet was object of angels. Weil unsere Propheten waren nur das Objekt der Engel. Last key, and then we make a pause. Okay. Letzter Schlüssel und dann machen wir Pause. Spirit. Der Geist. God has a spirit. Gott hat einen Geist. We have a spirit. Und auch wir haben einen Geist. Nein. Ja, komm rein. Komm rein. Und Tür zu. Tür zu. Das ist der letzte Schlüssel. If I ask you what, how far you can think, what is the purpose of spirit? Wenn ich, das ist der letzte Schlüssel. Wenn ich euch frage, was ist der Zweck des Geistes? You can have the whole world. Was? Könnt ihr die ganze Welt haben? You can have whole paradise. Ihr könnt das ganze Paradies haben. You can have whole heaven. Ihr könnt dann den ganzen Himmel haben. But spirit have higher value than all those heaven. Ihr könnt all das besitzen, aber der Geist hat immer noch einen höheren Wert als diese ganzen Dinge. What spirit can do? Was kann der Geist tun? What do you think? Was glaubt ihr? You are intelligent people. Ihr seid intelligente Leute. But I cannot talk some place where you cannot argument with. Aber ich rede über einen Ort, wo ihr nicht mehr mit mir argumentieren könnt. Yeah. You don't know. Weil ihr den nicht kennt. Yeah. I can speak about football. Oh, you gonna make me KO. Ja, ich kann über Fußball reden. Da werdet ihr mich KO machen. Every Thema, you are the chef. In jedem Thema seid ihr der Chef. Here is the problem. Aber hier gibt es ein Problem. Spirit. Der Geist. God say, I am spirit. Ja, Gott hat gesagt, ich bin Geist. You are spirit. Und auch ihr seid ein Geist. So now, Bible saying, God created man in his own image. Die Bibel zum Beispiel sagt, dass Gott den Menschen in seinem Ebenbild erschaffen hat. But you ask Bible people, they don't know. Aber wenn ihr die Bibelleute fragt, dann wissen sie das nicht. That's what. Whatever the six key God has given to you. Und das ist es, was damit gemeint ist. Und zwar, dass diese sechs Schlüssel, die Gott besitzt, die besitzt ihr auch. Das ist das Ebenbild Gottes zu sein. And now you start to pray. Aber anstatt das zu erkennen, fangt ihr an zu beten. God. Und sagt Gott. Ich möchte das und das. Ich möchte das und das haben. Bitte, ich brauche das. Bitte, ich brauche das noch. God say, I don't have anything. I'm empty hand. I give it to you everything. Gott sagt, ich habe nichts mehr. Ich bin nur noch, habe nur leere Hände. Ich habe euch alles gegeben. Ich habe alles gegeben. Alle Schlüssel sind da. Ich habe euch alle Schlüssel gegeben. Alles ist doch da. I'm a God. Ich bin doch Gott. You can be. Also like small God, not a big God, but small God. Ihr könnt auch ein bisschen wie ein kleiner Gott sein. Nicht der große Gott, aber ein ganz kleiner. You can be, God can be everywhere. Gott kann überall sein. Next theme will be low creation and higher creation. Das nächste Thema wird sein, die niedere Schöpfung und die höhere Schöpfung. Ja? Now I tell you the spirit. Jetzt erzähle ich euch noch mehr über den Geist. How many people you have love your partner? Wie viele von euch lieben euren Partner? Niemand, okay. Sehr gute Nachricht, ja. Leider hat einer die Hand gehoben, ja. Weil er Angst hat, dass seine Frau das sieht. Sie liebt dich. Sie liebt dich, ja. Und du liebst sie, ja. In love, ja. Yeah?
Ihr seid in Liebe. But are you harmony every time? Aber seid ihr jederzeit in Harmonie? Very good. Nein, seid ihr nicht. Das ist eine sehr gute Antwort, weil das sehr realistisch ist. Love, yes, but you are not harmony. Liebe ja, aber Harmonie nicht. Spirit bring the harmony. Der Geist. God and with the whole eternity. Der Geist bringt die Harmonie mit Gott und mit der ganzen Ewigkeit. So, this sixth key, we make a break because. Und über diese sechs Schlüssel machen wir jetzt Pause. Yeah, and then, if you want, I speak further. Und wenn ihr wollt, dann spreche ich weiter. So, danke. Dankeschön. Okay. Okay.